Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch und zwar werde ich ganz oft gefragt, wo kann man denn am besten Reborn Babys kaufen, beziehungsweise wo kaufst du deine Reborn Babys und ja, ich möchte so gerne ein Reborn Baby haben, wo kann ich mir das kaufen? Ich dachte mir jetzt, ich mache mal ein Video zu eBay und eBay Kleinanzeigen, weil ich finde, das sind einfach die besten Seiten, wo man wirklich Babys kaufen kann und das auch wirklich bei seriösen Käufern und zu angemessenen Preisen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Also, ihr habt jetzt hier immer meinen Laptop im Blick. Ich hoffe, ihr seht alles ganz genau. Also geht einfach ins Internet und dann könnt ihr ein Tab öffnen und dann könnt ihr hier oben zum Beispiel bei Google einfach eingeben eBay und dann erscheint das hier. Und genau, das ist eben eBay. Und bei eBay kann man halt verschiedene Sachen kaufen. Nur für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Genau, hier oben gibt es eine Suchzeile bei eBay. Und dort können wir dann einen Suchbegriff eingeben. Das heißt, wir geben jetzt einfach mal ein Reborn Baby. Wir schreiben es jetzt einmal auseinander. Ihr könnt das Ganze aber auch zusammenschreiben, weil dann kommen manchmal so ganz andere Sachen bei raus. Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann suchen wir einfach danach. Jetzt sucht er kurz und hat auch schon relativ schnell einiges gefunden. Jetzt geht es aber an die Einstellungen, denn hier werden jetzt Sachen vorgeschlagen aus ganz Europa und so. Und wir wollen natürlich erstmal gucken, okay, wir wollen erstmal Deutschland. Also braucht ihr erstmal hier den Artikel Standort und dann gehen wir auf Deutschland. So, dann hat er jetzt nochmal gesucht, alles komplett von vorne. Dann könnt ihr den Artikel Zustand wählen. Das ist aber eure Sache. Bei mir ist es eigentlich egal, ob der Artikel neu oder gebraucht ist. Ihr könnt halt hier gucken, entweder der Artikel ist neu oder eben gebraucht. Das könnt ihr ja auch eingeben, das ist mir aber egal. Und dann könnt ihr hier wählen Auktion oder Sofortkauf. Das heißt Auktion, da könnt ihr bieten oder Sofortkauf, das könnt ihr halt auch noch wählen. Und dann habt ihr hier noch eine kleine Suchzeile. Da könnt ihr dann die Reihenfolge der jeweiligen Artikel wählen. Also die niedrigsten zuerst oder die gerade neuesten zuerst, die Auktion, die bald enden oder niedrigster Preis inklusive Versand etc. So etwas könnt ihr halt hier auch noch einstellen. Genau. Jetzt haben wir aber schon ein relativ gutes Angebot und können jetzt hier mal gucken, was uns hier so angeboten wird. Das war so eigentlich schon, was ihr hier einstellen müsst, um wirklich gute Reborns zu finden. Weil hier seht ihr jetzt erstens Privatanbieter. Das heißt, die Preise sind gut und die Reborn-Babys sind gut. Nicht irgendwelche Reborn-Baby aus China oder so. Und genau, hier könnt ihr jetzt einfach mal schauen. Hier ist zum Beispiel ein wunderschönes Baby von Laura Lee Eagles, was ich mir gerade schon angeschaut habe. Ein wunderschönes Baby. Hier seht ihr halt immer ein Foto, den Preis. Dann hier unten steht Versandkosten. Hier oben ist halt der Bauer, das etc. Und dann klickt ihr einfach auf so ein Baby rauf, wenn ihr es besser angucken wollt oder so. Und dann könnt ihr hier die Fotos anschauen. Ein echt schönes Baby. Und dann könnt ihr hier entweder sofort kaufen. Dann müsst ihr es auch wirklich kaufen. Oder ihr könnt es in euren Warenkorb legen. Hier bei eBay. Oder ihr macht hier, das hat der Käufer jetzt extra so gemacht, einen Preisvorschlag. Das heißt, wenn euch das hier ein bisschen zu teuer ist, diese 340 Euro, was für das Baby echt wenig ist, dann könnt ihr einfach mal sagen, okay, könnt ihr hier einfach Preisvorschlag senden und dann vielleicht 300 Euro oder so. Und dann kann der Käufer entweder ja oder nein sagen. So, dann gehen wir mal wieder zurück und schauen uns weitere schöne Babys an. Hier ist zum Beispiel auch ein wunderschönes Baby, was ich mir gerade auch schon ausgeguckt habe. Ein Thomas von Olga Auer. Super günstig und ein wunderschönes Baby. Da war ich sogar echt kurz am Überlegen, ob ich da mal zuschlage. Genau, und ihr seht ja halt wunderschöne Babys, Privatkäufe und echt wunderschöne Babys. Hier ist ebenfalls nochmal ein Thomas. 300 Euro. Also hier ist man auch wirklich gut dabei. Und genau, hier kann man halt sich jedes Baby genau anschauen. Hier sind halt immer Detailfotos bei und so. Und genau, so könnt ihr hier bei eBay Babys kaufen. Die werden auch immer versendet, das ist kein Problem meistens. Und dann schauen wir uns mal eBay Kleinanzeigen an.
eBay Kleinanzeigen sieht so aus. Ist eigentlich genau dasselbe. Sieht hier das gleiche eBay Zeigen, nur hier ist noch eBay Kleinanzeigen. eBay Kleinanzeigen ist komplett von Privatkunden, wo du die Sachen auch abholen kannst und wo du mit den Verkäufern sprechen kannst. Das finde ich persönlich richtig, richtig gut. Ich diskutiere manchmal gerne noch ein bisschen über den Artikel und informiere mich gerne noch ein bisschen mehr, was man halt bei eBay nicht so gut kann. Du kannst den Verkäufer dort auch anschreiben, aber das ist meistens ein bisschen komplizierter. Ich mag eBay viel lieber, weil ich das einfach persönlicher. Genau, dann gebt ihr hier oben einfach erstmal euer Ort ein, wo ihr wohnt. Hier. Ich gebe jetzt einfach mal Hamburg ein, weil ich nicht gerade meinen Wohnort eingeben will. Genau, so ein aktueller sieht ihr schon mal, was es so allgemein in Hamburg gibt. Dann könnt ihr hier, wo ganzer Ort steht, könnt ihr eine Kilometerreichweite angeben, wie weit der Artikel von euch entfernt sein soll. Wir können aber auch den Ort komplett weglassen, dann schaut er in ganz Deutschland, was ich auch sehr gut finde, weil es kann halt versendet werden. Dann geht ihr hier vorne in die Suchleiste. Da müsst ihr jetzt einfach nur noch Reborn Baby eingeben. Hier schreiben wir es mal zusammen, weil wie gesagt, es kommen verschiedene Ergebnisse raus, wenn du es zusammenschreibst oder auseinanderschreibst. Genau. Und dann findet er auch direkt Reborn Babys. Einige davon haben wir gerade schon auf eBay gesehen, weil die Verkäufer meistens auf beiden Plattformen rein zu verkaufen anbieten. Genau. Hier sehen wir direkt das erste Reborn Baby, ist gerade neu eingestellt, habe ich auch noch gar nicht gesehen. Und genau, dann könnt ihr auch hier einfach runterscrollen und die Reborn Babys anschauen. Und dann, wenn euch eins gefällt, klickt ihr einfach drauf. Und dann könnt ihr euch das hier genauer anschauen mit den Fotos und so. Dann stehen hier auch noch ein paar Sachen bei. So eine kleine Beschreibung. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr einfach den Verkäufer anschreiben hier mit einer Nachricht. Manchmal sogar eine Telefonnummer dabei. Dann könnt ihr ihn sogar anrufen, was ich auch super finde. Genau, und so könnt ihr ganz easy Reborn Babys kaufen bzw. suchen. Ich habe meine Babys bis jetzt immer bei eBay Kleinanzeigen gekauft oder halt jetzt den Bennetton von einer Rebornerin. Und die Mail, stimmt, die Mail habe ich auf eBay erstanden. Da habe ich einen Preisvorschlag gesendet und die Rebornerin hat gesagt, okay, das machen wir so und dann habe ich die Mail gekauft. Genau. Ich habe die App von eBay Kleinanzeigen nicht auf dem Handy, ich kann euch das mal zeigen. Also, das hier ist mein Handy. Und hier habe ich eBay Kleinanzeigen. Und ebenfalls eBay. Und hier könnt ihr halt ganz einfach mit der App. Es ist, finde ich, viel leichter. Ist nämlich genau das gleiche einfach. Und hier könnt ihr halt oben auch einfach Reborn Babys eingeben. Manchmal reicht sogar nur Reborn. Genau, dann kommt halt hier auch das gleiche. Ich finde das übers Handy einfach viel angenehmer. Und genau. Hier könnt ihr halt auch einfach ganz easy Reborn suchen. Hier habe ich mir sogar zwei neue Bausätze rausgeguckt, die ich mir eventuell kaufen möchte. Könnt ihr einfach mit einem Stern markieren, wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid. Genau, und dann könnt ihr halt hier auch einfach ganz easy schauen. Das gleiche geht natürlich auch per eBay. Das habe ich hier nämlich auch direkt daneben. Und da könnt ihr auch ganz einfach schauen. Also wenn ihr ein Handy habt, dann macht es auf jeden Fall über die App. Ich finde das viel entspannter als über den PC. Genau, und dann seht ihr auch hier, dass ich zuletzt nach Reborn Babys geguckt habe. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch immer schauen auf eBay. Genau, das war's auch eigentlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!